Zweck 3. Okay. Dead Space. Jetzt 3. 3 Behältnisse, 3 Statuen, 3 Markierungen. Wie sieht der letzte Schritt aus? Ja, ich habe das in der letzten Folge ja schon gemacht. Ich habe da vorne auch in diesem kleinen, ja, kuscheligen Raum beendet. Ich habe dann ja auch das Spiel beendet nach der Aufnahme. Und da ist kein Checkpoint. Total dämlich. Da ist kein Checkpoint. Cyberspeichern geht ja nicht. Weil, hey, moderne Spiele brauchen sowas nicht. Das ist total Popo, dass sowas gehen würde. Ja, ja, muss ja nicht sein. Ich meine, wir wollen ja nicht irgendwas zurückbringen, was bei alten Spielen gang und gäbe war, dass ich mal speichern kann. So Sachen, ja, das muss ja nicht sein. Ich meine, das wäre ja kundenfreundlich und richtig gut. Nee, nee, das können wir nicht machen. Nee, 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 nee. Deswegen muss ich das ganze Zeug jetzt nochmal kurz einsammeln, die ganzen Leute erschießen und dann geht's da drin wieder weiter. Also, dann wollen wir doch mal. Oh, der Shotgun-Typen hier. Na, na, wo bist du denn? Wo bist du denn? Ja, wo sind wir denn? Da ist er. Oh, da sind sie. War das keine Verstärkung, Mann? Das kann doch nicht sein. Ich habe auch keine Verstärkung. Weil Carver macht wieder Shopping-Tour. Omega-3-Planet und so. So. Was ist das Ding? Muss ich nur aufpassen, dass ich das diesmal richtig schieße. Nicht, dass das wieder hinten da rumbackt. Wo ich schon gedacht habe, oh mein Gott, das bekomme ich da nie wieder raus. Da hinten an der Plattform, da ist es runtergesegelt das letzte Mal. So, die Sache ist jetzt, wo gehört welches Ding rein? Ach, das macht er automatisch. Nein, zwei sind vertauscht. Das ist falsch. Du gehörst nämlich hier rein. Das ist ein bisschen Fieselarbeit. Okay, Carver. Gerade hat sich noch eine Tür geöffnet. Wir müssen in der Nähe des Kontrollzentrums für den Codex sein. Wir haben alles gemacht, was Serrano gesagt hat. Ich gehe rein. So, das kennen wir alle schon dabei, ja. Das Audiolog davon habe ich auch schon angehört. Ich denke mal, es dürfte eigentlich nicht mehr so weit sein. Bis zum Ende des Spiels. Denke ich mir. Was haben wir denn hier? Wieder nach unten. Gut, ja, die Treppe vertrieben. Oder nach oben. Ah, wir müssen kommen. Das ist ja mal neu. Oh mein Gott, was ist das? Moment, wie konnte ich denn. Shift. Erst die Mitte, dann rechts anscheinend. Jetzt kommen sie links. Müssen wir mal gucken, wo das reinkommt. Jetzt kommt in der Mitte. Ach, zu gut war. Jetzt kommt sie rechts. Ah, 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 ah. Ach komm, du kannst deinen Kopf einziehen und durchgehen. Du wirst mir da jetzt nicht sagen, dass du da nicht vorbeikommst an dem komischen Zahnrad, oder? Also, du bist so eine Niete. Schon ein bisschen doof, dass da unten zwar eine riesige Lücke ist, aber Isaac passt da nicht durch, weil er am Kopf nicht einziehen kann. Schon ein bisschen schwach, Isaac. Das ist wirklich schwach. Du hast nichts gelernt in den letzten paar Spielen. Kopf einziehen, das ist so einfach. Wenigstens kann er sich jetzt. Nee, das ist das schon mal ein Fortschritt. So, wo kommt jetzt das nächste? Ja, ich stehe natürlich. Ist ja logisch, dass das hier. Ja, jetzt kommt es hier und das da ist ja auch noch ewig. Kommt wahrscheinlich wieder in der Mitte, oder? Blödes Ding, du blödes. Braucht man überall so Sicherheitsmechanismen, hä? Hm? Warum? Ist ja nicht so, dass da mal jemand hochklettern würde oder so. Nee. Wenn wir da tun, würden wir doch nicht. So, jetzt aber. Jetzt noch ein bisschen das Seil reißen würde. Okay. Wie viele Medipacks habe ich denn noch? Ich halte mich mal voll.
Ey, Kava ist auch schon da. Die alte Socke, die. Ich wundere mich noch. Nur jetzt. Das ist doch der einzige Weg, den man gehen kann, wo ich jetzt hochgegangen bin. Wie konnte er vor mir oben sein? Seltsam. Na, Kava Baby? Interessiert den gar nicht. Isaac, tu's nicht. Hör nicht auf ihn. Geben Sie mir den Codex, dann kriegen Sie sie zurück. Nein! Isaac, du weißt, was auf dem Spiel steht. Jetzt atmen alle mal durch, okay? Danny! Geben Sie mir den Codex! Oder ich töte Sie! Nein! Isaac, was tun Sie da? Sie haben eine zweite Chance. Wenn er die Maschine abschaltet, sind wir alle tot. Sie, wir, alle. Lassen Sie die Finsternis nicht zu, Isaac. Mehr als einen richtigen Weg. Nein! Zwei müsst gehen. Gehen Sie zurück zur Erde. Erzählen Sie, was wir gefunden haben. Ich bleibe. Mehr kann ich nicht tun. Sie können das nicht stoppen, Carver. Nicht ohne mich. Ich bin der Markerkiller. Klar? Isaac. Ich hatte mich von der Welt abgewandt, weil ich Angst davor hatte, was zu tun war. Ellie. Jetzt habe ich keine Angst mehr. Da drüben ist ein Shuttle. Ich will, dass du damit nach Hause fliegst. Und diesmal komm nicht meinetwegen zurück. Wir wissen beide, dass ich nicht heimkehre. Geh! Okay, Kapitel 19, Ende. Kommt der Gänsstrudel. Ich denke mal, ich muss nur zum Codex. Kann das sein? Kann nicht so schwer sein. Oh mein Gott, es geht hier ab. Komm, ich sehe die Maschine. Wir müssen sie zurückholen, bevor der Mond sie hat. Verstanden, wir treffen uns dort. Ist ja ein Necromorph da oben. Da. Muss ich da nur laufen? Muss ich da sonst nichts tun? Ah, Boden weg. Und überall die Minimarke. Ich fühle mich gleich noch so viel sicherer. Mit negativ Isaac auch schon wieder, aber wir wissen beide, dass ich nicht zurückkehre. Ich bin dazu nicht in der Lage. Ich werde sterben mit dieser Mission. Stell dich nicht so an, Isaac. Du hast eine Krull überlebt, dann macht doch dieses komische Ding da oben mit, um zu schaffen. Oh. Hallöchen. Und tschüss. Aua, wohin? Da ist noch einer. Ich will da gar nicht stehen bleiben. Ich bin da jetzt ganz ehrlich. Zack. Oh, oh. Tentakel. Oh, nee. Nicht er, nicht er. Alles, nur nicht er.
bei den neuen Hassgegnern. Ja, jetzt kommt das Peitschen wieder von der Seite auch noch. Blöden Necromas, wisst ihr? Ah, nicht zu weit, ne? Nicht zu nah ran, nicht zu nah ran. Das ist so doof, wenn du das Nachladen unterbrichst, dann lädt der gute Mann nicht nach. Das ist das Vieh hier. Ich bin nach der Oben ist er. Okay, der ist tot. Wunderbar, wunderbar. Ah, das war halt. Ich hab keine Muni mehr. Ich könnte sich jetzt das Problem darstellen. Ich kann die Munition mehr haben. Ich bin blöd. Ich will doch nur zu diesem Codex. Mehr will ich doch gar nicht. Ist doch nicht blöd jetzt ohne Munition, wenn dir das alles ausgeht. Früher hattest du noch für jede Waffe extra Munition. Da war es nicht so tragisch. Aber jetzt, wo ja alles eins ist. Wie weit sind wir denn da weg? Da kommt was. Nix. Was klebt da vorne an der Wand? Ist das ein Necromorph? Das da? Ja, wir sollen das töten ohne Munition. Das sieht ziemlich eklig aus, wie so Magen-Darm-Geschwür. Auf jeden Fall peitscht es nach mir. Ja, bin ich blöd, jetzt steuere ich genau rein. Hey, da ist ein Stein, vielleicht soll ich reinfliegen. Quatsch. Ganze Hirnmasse verstreut ihm hier. Gegen den Stein. So, hier bleiben wir links. Der fliegt genau vorbei. Genau. Da kommt einer von. Die werden mir jetzt dabei helfen, dieses Problem zu lösen. Oder auch nicht. Okay, die töten mich nicht mal in einem Schlag. Oh, Isaac ist mit dem Kopf angerannt. Oh mein Gott. Wie immer gleich zerplatzt im Fluchmilliardenstücke. Ist aber schon ein bisschen knifflig, diese Passagen. Ich meine, es ist zwar immer so ein bisschen Trial and Error, und es ist auch immer dasselbe, Gott sei Dank. Aber... wir schaffen das schon, das soll jetzt nicht so das Problem sein. Zumindest ist Denek schon mal tot, der wurde ja richtig schön aufgespießt gerade eben. Wobei ich mir eigentlich erhofft habe, dass ich Denek auch erschießen darf von Robert. So richtig schön so eine Zeitlupe, so BAU! Zwischen die Augen, aber nein. Ich hab's noch gesehen, ich hab dieses Wellblech gesehen. Okay, Wellblech ist vielleicht eine Untertreibung. Riegelmetall. Glaube ich, trifft schon eher. So. Oh, noch eins. Hätte ich jetzt beinahe übersehen. So, also wie es aussieht, ist das wirklich das Ende. Kapitel 19. Ich weiß jetzt gar nicht, ob dann noch eins kommt, aber ich denke mal, dass es 20 werden. War nicht beim Alten. Waren es eigentlich beim alten Dead Space 20? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder waren es da auch 19? Weil das überhaupt zu viele waren. Es hebt sich so schlecht ab, dieses Anfliegen mit Trümmerteil. Moment, muss ich da landen? Tatsache, ich muss da landen. 9 Punkte Landung. Ding, ding, ding. So, jetzt spawnen wahrscheinlich wieder tausende von Feinden. So, Isaac, glaub mal nach, deine paar Schuss, wie viel habe ich denn? 131. Das ist ja wirklich nix. Kann ich einen Feind töten damit? Oh, 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 nein, nicht die! Lauf da jetzt einfach weiter. Ich hoffe, dass das kein Fehler war. Natürlich war es ein Fehler. Könnte es denn auch kein Fehler gewesen sein? Oh.
halten aber auch so viel aus. Munition, Munition, Munition! Sag ich die Maus, hast du losgelassen, dass die Kiste vorbeifliegt. Hä? Was hab ich denn jetzt getötet? Ich fall halt einfach mal tot um. Was am Kopf erwischt, oder wie sehe ich das? Ne, kann er gar nicht, da fliegt ja gar nichts rum. Bin ich jetzt blöd gelaufen. Bleibt mal, wo ihr seid, dann kann ich euch sprengen. Warum stirbt Isaac auf einmal? Hä, mich hat nichts erwischt. Check das nicht. Darf ich mich da nicht zu lange aufhalten oder wie? Auf einmal fällt er halt tot um. Im Rückwärtsgehen. Check ich nicht. Da komme ich so nicht durch. Ich muss ja da kämpfen. Ja, chillt natürlich die Leiche im Weg. Hallo. Ach, da bohrt sich was. Ja, jetzt, deswegen bin ich gestorben. Warum treffe ich mit dieser blöden Stasi schon wieder? Ja! Leute! Das ist so dermaßen dämlich! Warum muss man immer 10.000 Feinde spawnen bis zur Vergasung? Ich verstehe das einfach nicht! Ist der da engagiert mein Level-Designer? Wirklich, die wirklich so Sachen designen sollen. Und was machen sie? Sie machen schlaue Level mit guten Gimmicks. Dafür brauche ich Level Designer, ganz ehrlich. Dafür muss ich nicht mal studiert haben, dass ich einen dummen Korridor modelliere, Spawn-Dinger setze bis zur Vergasung. Nur um den Spieler einfach da wieder in die Enge zu treiben und ihn einfach das Spiel zu versauen. Nein, das muss doch wirklich nicht sein. Das ganze Spiel ist ein langer Korridor, wo wirklich permanent nur Feinde spawnen. Wenn ich mir überlege, wie früher die Levels waren in guten Kämpfen, eh schon verschachtelt. Ewig groß, ja, viel mehr Wegen zu gehen und wirklich auch mit Secrets zu finden, ja. Wo ein Deku noch belohnt wurde und hier laufst du den Korridor runter und dass du halt keinen Anfall mehr bekommst, weil es dermaßen blöd gemacht ist. Das ist traurig eigentlich. Das ist wieder genauso ein Ende wie jedes andere Dead Space auch, wo du Dead Space 1 auf dem Planeten, wo einfach 10.000 Feinde gespawnt sind vor dem Marker. Dead Space 2, wo du zu Nicole gegangen bist, wo 10.000 Feinde gespawnt sind. Es ist wieder 1:1 dieselbe Formel. Da kann ich wirklich nicht von Innovationen sprechen, ja. Ist zwar schön, dass sie die neue Engine genommen haben, aber es hat sich nichts geändert. Immer noch derselbe Müll. Ich meine, ich gehe mit Dead Space 3 wirklich hart ins Gericht, weil was der EA vom Stapel gelassen hat, ja, oder die Entwickler mit besten Dead Space, und das ist zu gruselig, um es allein zu spielen, und
den ganzen Mist eben. Ihr wisst es jetzt wahrscheinlich selber. Ich denke mal, es ist gar nicht so verkehrt, dass ich so hart ins Gericht gehe mit dem Spiel. Das ist wirklich teilweise lächerlich. Aber, liebe Leute, das war noch nicht die letzte Folge von Dead Space 3. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Um hier noch ein bisschen wahrscheinlich gerade Zellen zu verbrennen und ein bisschen dümmer zu werden, weil das Spiel ist wirklich dermaßen stupide, aber okay. Habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Und ja, ich sage mir immer, stay tuned. And so long.